erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Allemeier, für diese wirklich schmeichelhafte Einführung. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht enttäusche mit meinen zukommenden Ausführungen. Bevor ich aber zum X-Lab selber komme, möchte ich ein paar einleitende Folien bringen und uns noch einmal gemeinsam hier vorstellen. Die Überschrift der Ringvorlesung ist Wissensort Museum. Sowohl das Y-Lab, auf jeden Fall aber nicht das, aber das X-Lab sind kein Museum. Was bei uns stattfindet, hands-on Experimente und das für Schüler, die zwischen der Oberstufe und dem Beginn eines Studiums sich befinden. Ja, was war los? Wie hat es angefangen? Dies ist hier jetzt eine Seite aus einer Broschüre, die der Stifterverband herausgegeben hat. Und zwar war das 1999, als im Wissenschaftszentrum in Bonn ein Symposium stattfand unter dem Titel Public Understanding of Science and the Humanities, International and German Perspectives. Und diese Organisation, dieses Memorandum ist unterzeichnet worden, damals vom Präsidenten des Stifterverbandes, von Ernst Ludwig Winnacker, Deutsche Forschungsgemeinschaft, vom Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, von Klaus Landfried, dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, von Detlef Ganten, der inzwischen an der Charité in Berlin auch war. Ja. Viele andere mehr gehören hier in diesen Reigen hinzu. Und was wollte man? Man wollte etwas unternehmen, um die Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften für junge Leute wieder attraktiv machen. Und so kam es denn zur Gründung von Schülerlaboren. Und dies ist entnommen des Buches, dem Schüleratlas, dem Lernortlabor, Schülerlaboratlas. Und hier sehen Sie, dass also schon seit 1984 es erste Schülerlabore gab, die zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht wussten, dass sie solche waren, sondern sich später identifiziert haben. Und die Gründung des X-Lab ging tatsächlich 1999 los und 2014 das Y-Lab. Und diese Grafik führt uns hier an dieser Stelle wieder zusammen. Ja, aber auch für das X-Lab gab es einen Vorreiter. Von dem habe ich zwar auch nichts gewusst, sondern nachdem ich das vorhin von Ihnen zitierte Konzept geschrieben hatte und das natürlich auch meinem Mann zum Lesen gegeben habe, ja, okay, weiter keine Diskussion. Er kam aus Israel zurück und sagte, du weißt du was, da gibt es sowas schon. Und was es da gab, war das Belmonte Science Laboratory Center an der Hebrew University in Jerusalem. Die hatten ein eigenes Gebäude, die hatten ein tolles Konzept und haben eben Experimentalkurse für Schüler dort angeboten. Ich bin natürlich stehenden Fußes dorthin und habe dann auch Itzhak Parnas eingeladen, hierher nach Göttingen. Er ist leider im November 2012 verstorben. Und es gab ein Memorial-Symposium inzwischen, wo ich auch die Ehre hatte, ihn seiner Person zu danken und zu gedenken. Ja, und er war in Göttingen. Er ist nämlich nach dem ersten Workshop, den wir hier in Göttingen gemacht haben, übers Jahr verteilt, sind also Schulklassen da gewesen, die in verschiedenen Universitätseinrichtungen Kurse gemacht haben. Und dann wurden am 6.12.1999 diese Ergebnisse zusammengetragen und hier in der Aula gab es eine Diskussion. Dort sitzt Itzhak Parnas, hier eine Vertreterin der DFG, die damalige Referentin des Generalsekretärs, hier der damalige Vizepräsident Herr Kree, an dieser Stelle Herr Zeek zu nennen, Herr Schley, Wissenschaftsministerium und da am Rande sitze ich. Ja, und so hat das Ganze begonnen und was wir inzwischen deutschlandweit haben, auch über deutsche Grenzen hinaus, sind 338 Schülerlabore. Dies hier ist die dazugehörige Landkarte. Hier wären wir in Südniedersachsen. Da ist also das DLR School Lab noch zu nennen und eben auch das X-Lab. Man unterscheidet die verschiedenen Typen der Schülerlabore in die sogenannten klassischen Schülerlabore. Das bedeutet, da geht eine Schulklasse oder eine Gruppe hinein. Dann gibt es die Schülerforschungsprojekte.
Zentren. Das nächste Schülerforschungszentrum wäre in Kassel. Und dort sind aber Einzelschüler, die über einen längeren Zeitraum an bestimmten Projekten arbeiten. Und in der Regel mündet das auch in einer Jugendforscharbeit. Ja, und dann gibt es die Lehr-Lernlabore, wo eben Lehramtsstudierende ganz stark involviert sind und beteiligt sind und wo die Lehramtsstudierenden eben auch die jungen Schüler unterrichten und auch die Experimente entwickeln. Das ist sehr stark an der Ruhr-Universität realisiert und an vielen anderen. Es steht in dem Schülerlabor Atlas noch ein Zitat, was ich sehr reizvoll fand. Außerschulische Lernorte als Mitmachlabore sind keine Erfindung der Bildungsforschung oder Bildungspolitik, sondern entstanden an den Orten von Forschung und Entwicklung durch den Einsatz besonders engagierter einzelner Personen. Und um diesen Satz fortzusetzen, in der Regel werden sie heute noch von diesen Personen auch geleitet. Ja, und damit, Herr Hess, gebe ich Ihnen die Bühne frei, weil ich damit, glaube ich, meine Einleitung zunächst mal Genüge getan habe. Ja, liebe Frau Erlemeyer, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, im Rahmen der Ringvorlesung hier sprechen zu können. Ich freue mich sehr, Ihnen die Arbeit des WILAB, also des geisteswissenschaftlichen Schülerlabors der Universität Göttingen, vorstellen zu können. Dabei geht es mir heute insbesondere darum zu erörtern, inwiefern das demnächst entstehende Forum Wissen für die universitären Schülerlabore ganz hervorragende Möglichkeiten zur Erschließung und Vermittlung von Wissen im Kontext der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern bietet. Ich sehe mit Spannung der Eröffnung dieser innovativen, für Göttingen und die Region richtungsweisenden Institution entgegen und ich hoffe, dass Sie die Hintergründe für diese gespannte Erwartungshaltung nach meinen Ausführungen bestätigen und nachvollziehen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich werden Sie sich fragen, wie denn das zusammenpassen soll. Ein Schülerlabor, das speziell für die Geistes- und Kulturwissenschaften ausgerichtet ist. Schließlich haben wir doch alle bestimmte Bilder und Assoziationen vor uns, wenn wir an ein Labor denken. Weiße Schutzkittel, Schutzbrillen, aufwendige Apparaturen. Wir denken an Instrumente, Versuchsaufbauten mit Reihenmessungen, Pipetten, Petrischalen und so weiter und so weiter. Mit einem Labor assoziieren wir also gemeinhin eine Einrichtung, die dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zuzurechnen ist. Es mag daher auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen, außerschulische Lernorte, in denen Projekte zu geistes- und kulturwissenschaftlichen Themen angeboten werden, mit dem Begriff Labor zu bezeichnen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich aber diese Begrifflichkeit sogar als besonders passend. Wie wir eben gehört haben, hat sich inzwischen der Schülerlaborbegriff etabliert für projektbezogen arbeitende außerschulische Lernorte, an denen die jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch eigenständiges Forschen Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten und in Methoden der Forschung erhalten. Der Begriff Schülerlabor bezeichnet also eine Institution als einen außerschulischen Lernort, die durch eine bestimmte Arbeitsweise ausgezeichnet ist, eine passende Infrastruktur bietet und selbstständiges Arbeiten unter Anleitung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genau beschreibt und damit möglichst authentische Einblicke in Wissenschaft und Forschung erlaubt. Diese Kriterien sind ohne weiteres auch auf eine entsprechende Einrichtung für die Geisteswissenschaften übertragbar. Außerdem, und das ist mir wichtiger, ist etymologisch der Begriff Labor abgeleitet vom lateinischen labor, fachübergreifend, also nicht nur in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern, sondern ebenso in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen als Synonym für mit Mühe verbundene Arbeit zu verstehen. Wissenschaft kann und soll natürlich Spaß machen, aber sie ist immer auch mit Mühe, mit Anstrengung verbunden, wenn sie einem gewissen Anspruch genügen soll. Geht man dem Begriff Labor nach, ist
Ferner auf die amerikanische Rezeption des Humboldtschen Bildungswesens im 19. Jahrhundert aufschlussreich. Noch bis ins 19. Jahrhundert, bis ins späte 19. Jahrhundert, wurde nämlich hier das geisteswissenschaftliche Seminar und insbesondere die geisteswissenschaftliche Bibliothek synonym zum naturwissenschaftlichen Forschungslabor gesehen als geisteswissenschaftliches Laboratorium. Also dieser Begriff wird da verwendet. Die Wahl des Begriffs knüpft also auch ganz bewusst an diese historische Tradition an. Allein schon diese Gegenüberstellung wirft ein interessantes Licht auf die offenkundigen Unterschiede geistes- und naturwissenschaftlicher Methoden und Forschung. Lassen Sie mich daher die spezifischen Ziele und Aufgaben des YLAB als universitäres, für die Geisteswissenschaften zuständiges Schülerlabor ein wenig näher betrachten. Ebenso wie naturwissenschaftliche Schülerlabore, so bietet auch das YLAB eine Umgebung, die in besonderer Weise auf die Notwendigkeiten eines außerschulischen Lernortes ausgerichtet, aber speziell an die spezifischen Bedürfnisse geisteswissenschaftlichen Arbeitens angepasst ist. Das YLAB verfügt über eine speziell für die Umsetzung verschiedener Lehr- und Lernformate optimierte Ausstattung. Damit bietet es Schülerinnen und Schülern ideale Lernbedingungen im universitären Umfeld. In diesem Zusammenhang ist es von besonderem Wert, dass im geisteswissenschaftlichen Schülerlabor unter anderem historische Originale wie Münzen, Urkunden, Briefe und weitere Handschriften, aber auch Kunstgegenstände zur Verfügung gestellt werden, die es den Jugendlichen erlauben, unter fachkundiger Anleitung und ohne Berührungsängste frühzeitig mit authentischen Quellen und Objekten zu arbeiten. So analysieren die Schülerinnen und Schüler in unserem Projekt Selbstsicht und Fremdwahrnehmung im Ersten Weltkrieg originale Feldpostkarten, die aus Göttingen an die Front und von dort wieder zurück nach Göttingen in die Heimat gesandt wurden. In gewisser Weise entspricht so in unserem historisch ausgerichteten Projekten die Aura des Originals der Aura des naturwissenschaftlich-technischen Apparatelabors. Die hauseigene Bibliothek, eine auf die Bedürfnisse verschiedenster Lernsituationen ausgerichtete Computerausstattung, eine spezielle Experimentierbühne, auch eine professionelle Filmausrüstung und vieles mehr eröffnen dabei den Kursteilnehmerinnen und den jeweiligen Dozenten eine Vielzahl an unterschiedlichen inhaltlichen und methodischen Möglichkeiten. Ein weiterer Aspekt ist die hohe Qualifikation und Wissenschaftsnähe der universitären Dozenten im YLAB. Sie stehen für die inhaltliche Qualität des Angebots und vermitteln aktuelle Forschungsmethoden und neue Erkenntnisse aus den Geistes- und Kulturwissenschaften an die Schule. Im Gegenzug werden unsere Dozentinnen und Dozenten mit der besonderen Herausforderung konfrontiert, ihr Wissen didaktisch in unterschiedlichen Formaten aufzubereiten und auf die jeweilige Altersstufe ausgerichtet schülergerecht umzusetzen. Das YLAB bildet somit einen außerschulischen Lernort, dessen Atmosphäre von vielen Schülerinnen und Schülern als ausgesprochen inspirierend empfunden wird. Hierzu trägt sicherlich auch die Tatsache bei, dass das Lernen im Schülerlabor nicht dem schulischen Stunden- oder Doppelstundenmodell unterworfen ist, sodass eine intensive Projektarbeit über einen längeren Zeitraum, in der Regel über einen Tag, in Ferienprojekten auch über mehrere Tage, erfolgen kann. Grundsätzlich steht im YLAB das eigenständige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Hier ist Raum für forschendes Lernen, für anregende Diskussionen, für weiterführende Fragestellungen sowie für handlungsorientiertes Lernen am konkreten Objekt. Hands-on heißt also die Devise, denn das, was durch selbstständiges Erleben und Forschen entdeckt wurde, bleibt wesentlich länger in den Köpfen haften als nur mittelbar aufgenommenes. Das englisch ausgesprochene Y in unserem Namen, also YLAB, ist hierbei Programm. Die Frage nach dem Warum, nach dem Sinn und nach Zusammenhängen, nach Begründungen, ist schließlich für die Geistes- und Kulturwissenschaften ganz zentral. In unseren Projekten sollen daher die Zusammenhänge hinterfragt, analysiert und erörtert werden.
So unterschiedlich wie die Gegenstände und Methoden in den kulturwissenschaftlichen Fächern sind, so vielfältig sind auch die Projekte im YLab angelegt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von klassischen Textinterpretationen über die Analyse des Leseverhaltens von Enhanced E-Books, vom Fremdsprachenunterricht in Globalsimulationen über die Untersuchung historischer Münzen mit der Lupe bis zur Erstellung eines professionellen Films, in dem aktuelle Forschungsdaten aus dem Institut für Diversitätsforschung zur aktuellen Flüchtlingsdebatte kritisch beleuchtet und kreativ umgesetzt werden. Die Kurse sind jeweils auf den Kenntnisstand und das Leistungsniveau der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 13 ausgerichtet. In den Geisteswissenschaften besteht zwar, anders als in den Naturwissenschaften, kein grundsätzlicher Nachwuchsmangel. Bei den Jugendlichen herrscht aber ein sehr diffuses und unklares Bild über die vielfältigen Möglichkeiten, über das weite Themenspektrum und die diversen Methoden, die diese Fächer ausmachen. Eine wesentliche Funktion des YLab besteht daher darin, Schülerinnen und Schülern einen möglichst authentischen Einblick in die beteiligten Disziplinen zu geben. Wichtige Ziele, die wir mit dem YLab verfolgen, sind es insbesondere, Jugendliche für solche Fächer zu interessieren, die zum Teil im Schulunterricht überhaupt nicht vermittelt werden, zum Verständnis unserer Kultur aber zentral sind, wie Ur- und Frühgeschichte oder Altorientalistik und so weiter. Und fehlerhafte Vorstellungen bzw. Inhalte und Methoden geisteswissenschaftlichen Forschens und Arbeitens durch eigenes Erleben zu korrigieren. Als eine zentrale, direkt dem Präsidium unterstellte Einrichtung erfüllt das YLab aber auch wichtige Funktionen für die Lehrerausbildung an der Universität. Es bietet Studierenden höherer Semester die Möglichkeit, Lehrkonzepte zu entwickeln, auszuprobieren und zu evaluieren. In seiner Funktion als Lehr-Lern-Labor schafft es somit eine unmittelbare Verbindung zwischen Schule und Lehrerbildung, sodass die Studierenden frühzeitig, nicht erst im Referendariat, Praxiserfahrungen sammeln können. Kurse der Didaktiken nutzen das YLab, um in den Seminaren entwickelte Lehrformate am Ende des Semesters umzusetzen. Auf diese Weise können aktuelle Ergebnisse der Didaktiken und der Lehr-Lern-Forschung unmittelbar in den Unterricht wirken. Lehrerfort- und Weiterbildungen, die in Verbindung mit dem Netzwerk Lehrerfortbildung durchgeführt werden, verstärken diese Verzahnung der unterschiedlichen Phasen der Göttinger Lehrerbildung. Als Forschungsplattform bietet das YLab Möglichkeiten für Qualifikationsarbeiten, insbesondere aus den Bereichen der Bildungsforschung und der Didaktik. So konnte in ersten Masterarbeiten bereits die Wirksamkeit des YLab im Fremdsprachenunterricht empirisch untersucht werden. Und das YLab diente unter anderem zur Erhebung von Daten für einen Vergleich der Lektüre gedruckter Texte und der Rezeption digitaler Hybridformen. Im Oktober 2014 wurde das YLab offiziell eröffnet. In den ersten 14 Monaten unseres Bestehens wurden die Kurse des Schülerlabors bereits von nahezu 2500 Schülerinnen und Schülern besucht. Ein Erfolg, mit dem wir offen gestanden selbst gar nicht so gerechnet haben. Rechnet man die Schülerinnen und Schüler noch hinzu, die lediglich an den von unseren Studierenden und Tutorinnen geführten Führungen durch die Sub- und durch die Bereichsbibliotheken teilgenommen haben, dann erhöht sich diese Zahl bereits deutlich über 3000 Schülerinnen und Schülern, wobei die Schülerkurse, die unsere Infrastruktur genutzt haben, unsere Räume besucht haben, auf die wir aber inhaltlich keinen Einfluss hatten, hier nicht mitgezählt sind. Knapp 3/4 unserer Besucherinnen und Besucher kommen aus Göttingen, weitere 15% aus der Region und die restlichen 10% aus dem weiteren Umfeld und letztlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Unsere Kurse sind inzwischen so gut nachgefragt, dass wir bereits regelmäßig in andere Örtlichkeiten ausweichen müssen, da die Räume des YLab in der Gelben Villa Ecke Herzberger Landstraße Friedländer Weg ausgebucht sind. Auch die Rückmeldungen unserer standardmäßig in jeder Veranstaltung durchgeführten Evaluationen bestätigen durchwegs dieses positive Bild.
Meine Damen und Herren, Sie werden aus einigem, was ich bisher gesagt habe, bereits die vielfältigen Berührungspunkte des Y-Lab und der universitären Schülerlabore, zum Beispiel auch des B-Lab, des am alten Botanischen Garten angesiedelten Schülerlabors für Lebenswissenschaften, insbesondere Biodiversitätsfragen, mit dem Forum Wissen als Wissens- und Wissenschaftsmuseum erkannt haben. Mit dem Forum Wissen soll ein lebendiger, aktiv nutzbarer Raum für die akademischen Lehrsammlungen der Universität geschaffen werden. Hier sollen nicht nur Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft selbst ausgestellt und aktiv erfahrbar gemacht werden, sondern auch die Genese von Wissen, der erfahrungs- und methodengeleitete Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit von kulturhistorischen Parametern, von Personen, Objekten und Theorien. Wenn es gelingt, diese Zusammenhänge in einem lebendigen, auf interaktivem Erkenntnisgewinn ausgerichteten Lernort umzusetzen, dann bietet sich hier für die universitären Schülerlabore ein Betätigungsfeld mit fantastischen Potenzialen. Denn bereits jetzt spielen die universitären Sammlungen eine ganz wesentliche Rolle bei der Arbeit im geisteswissenschaftlichen Schülerlabor. Der Besuch akademischer Lehrsammlungen, wie der Kunstsammlungen im alten Auditorium, gehört im Y-Lab zum festen Bestandteil unserer Kurse. Der Objektbezug bildet, wie ich vorher bereits angedeutet habe, einen ganz wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit, um Zugänge zu den vielfältigen Fächer- und Themenspektrum der Geistes- und Kulturwissenschaften zu schaffen und, sofern es mit dem Schutzinteresse der Objekte vereinbar ist, diese zum Teil auch haptisch erfahrbar zu machen. In Vorbereitung des 50. Historikertages 2014 fand in Kooperation mit dem Seminar für Neuere und Neueste Geschichte der Zentralen Kustodie und dem Y-Lab das interdisziplinäre Projektseminar Greifbare Rätsel statt. In diesem Seminar entwickelten Studierende interaktive Lern- und Experimentierstationen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, genauer ab der 5. Jahrgangsstufe. Diese Stationen wurden im Begleitprogramm des Historikertags von zahlreichen Schulen und Schulklassen besucht. Auf spielerische Weise konnte zum Beispiel in einer Lernstation erfahren werden, wie wichtig eine genaue Betrachtung und Beschreibung von Gegenständen ist. Können die Lernstation auf diesem etwas schlechten Schwarz-Weiß-Bild hoffentlich erkennen. Bei dieser für zwei Personen arrangierten Station ging es um die zeichnerische Umsetzung eines ausschließlich durch die akustische Beschreibung präsenten Gegenstands. Eine Person konnte nämlich hinter der abgedeckten Vitrine Platz nehmen, das sehen Sie auf dem linken Bild sozusagen hinter dem Stoppschild, da war eine Vitrine platziert. Und in dieser Vitrine war der Gipsabguss eines Fußfragments ausgestellt und das wiederum sehen Sie auf dem rechten Bild. Das ist also sozusagen der Blick von, wenn Sie das linke Bild sehen, von hinten sozusagen auf die Vitrine. Die am Platz gegenüber sitzende Person hatte keinen Einblick auf das Objekt und sollte nur aufgrund der mündlich mitgeteilten Beschreibung den Gegenstand zeichnen. Nachfragen waren dabei nicht erlaubt. Nach einigen Minuten erfolgte dann die Auflösung, Zeichnung des Schülers oder der Schülerin und das Original wurden miteinander verglichen, wobei erläuternde Informationen zu Rate gezogen werden konnten. Regelmäßig waren lebhafte Diskussionen darüber, was eine gute Beschreibung ausmacht, die Folge. Manche Schülerinnen zeichneten im Anschluss erneut das Fußfragment und setzten sich intensiv mit diesem Objekt auseinander. Im Rahmen dieses Projektseminars wurden vier weitere, vollkommen unterschiedliche Lernstationen entwickelt, die bereits einen kleinen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten solcher Lehr-Lern-Arrangements bieten konnten, zum Beispiel zu Funktionen und Größenverhältnissen einer Akrotherfigur eines griechischen Tempels oder zur Interpretation einer im Zuge der kurhannoverschen Landesaufnahme erstellten Karte mittels Kreuzworträtsel und anderer Möglichkeiten. Das Y-Lab verfügt über ein kleines Experimentiermuseum mit einem eigenen Bestand an historischen Objekten und Vitrinen. Unter fachlicher Anleitung können bereits heute Studierende mit Schülerinnen gemeinsam typische Museumsaufgaben einüben und kleine Ausstellungen arrangieren,
indem sie Exponate aufbereiten, Objekte präsentieren, beschreiben, Pult- und Standvitrinen bestücken, Objektbeschriftungen und Katalogtexte erstellen. Diese Erfahrungen für das Forum Wissen nutzbar zu machen, erscheint mir als eine vielversprechende Option. So ließen sich in kleinen Einheiten Projektseminare durchführen, um in Kooperation mit Studierenden und Schülerinnen und Schülern Ausstellungsformate für einzelne Objekte zu entwickeln, die dann anschließend im Forum Wissen der Öffentlichkeit präsentiert werden könnten. Im Rahmen unserer Kooperation mit der Staats- und Universitätsbibliothek wird das YLab zukünftig für Sonderausstellungen der SUB Schülerscouts ausbilden, die Führungen für ein interessiertes Publikum, insbesondere für Schulklassen, durchführen werden. Dieses erprobte Modell lässt sich selbstverständlich auch auf Ausstellungen im Forum Wissen übertragen. Auch die Erstellung von Begleitmaterial und Themenheften, in denen die Sammlungen zielgruppengerecht für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen erschlossen werden, wäre eine hervorragende Gelegenheit, um Studierende wie auch Schülerinnen und Schüler in Grundtechniken des wissenschaftlichen, zielgruppenorientierten Schreibens einzuführen. Dieses Aufgabenfeld könnte in der zukünftig im YLab angesiedelten Schülerlaborredaktion angesiedelt sein, die sprachlich-literarisch besonders interessierten Schülerinnen und Schülern ein Handlungsfeld unter journalistischer Anleitung bieten wird. Aber auch in einer anderen Hinsicht bietet das Forum Wissen spannende Perspektiven für das YLab. Im Gegensatz zu öffentlichen Museen haben sich wissenschaftliche Lehrsammlungen noch nicht als außerschulische Lernorte etabliert. Dies mag daran liegen, dass die darin versammelten Exponate zum Teil noch in aktuellen Forschungsvorhaben als Anschauungs- und Demonstrationsmaterial genutzt werden und dem breiten Publikum daher naturgemäß noch nicht zur Verfügung stehen. Was das Forum Wissen für die Arbeit im geisteswissenschaftlichen Schülerlabor besonders reizvoll erscheinen lässt, ist die Idee, Forschung und Lehre selbst zum Thema zu machen. Der kritische Vergleich unterschiedlicher Herangehensweisen und Methoden, die Erkenntnis, dass Forschung nur selten auf geradlinigem Weg zu konkreten Ergebnissen führt, sondern häufig die mühsame Strecke über Holz- und Irrwege zurücklegen muss, um zum Teil dann ganz zufällig zu einem Ergebnis zu kommen. Zu erkennen, dass wissenschaftlicher Fortschritt nicht planbar, sondern von vielen Zufällen abhängig ist. Dies alles lässt sich anhand konkreter Objekte und Objektgeschichten in einzigartig plastischer Weise vermitteln. Meine Idee wäre es daher, dass die Schülerinnen und Schüler an diesem Ort ganz konkret nachempfinden können, wie Forscher mit Objekten umgehen, wie sie diese zur Demonstration und Vermittlung konkreter oder abstrakter Ideen einsetzen, wie Forschung und Lehre in unterschiedlichen Disziplinen überhaupt funktioniert und wie sie veranschaulicht wird. Sie könnten dann universitäre Forschung ganz unmittelbar am Objekt nachvollziehen in einen eigenen Räumen des Museums. Zugleich könnten sich dadurch aber auch einzigartige historische Perspektiven öffnen. Wenn man mit Schülerinnen und Schülern anhand konkreter Objekte, zum Beispiel die Erwerbungspolitik und die Entwicklung der Gipsabgusssammlung nachzeichnet, wird der Stellenwert begreifbar, den Göttingen im wesentlichen Bereichen der Wissenschaftslandschaft im 18. Jahrhundert unter anderem als Geburtsort der Kunstgeschichte als universitäres Fach einnahm. Sie können die Zusammenhänge von Literaturwissenschaft, Archäologie und Kunstgeschichte ganz neu entdecken. Die Jugendlichen könnten also anschaulich lernen, dass Wissenschaftsgeschichte kein ephemeres Randphänomen der Geschichte ist, sondern vielmehr einen zentralen Schlüssel zum Verständnis historischer Entwicklungen und deren Erforschung bereitstellt. Das Forum Wissen bietet durch die Vereinigung von Objekten und Lehrmaterialien unterschiedlicher Fachdisziplinen unter einem gemeinsamen Dach die einmalige Möglichkeit, unterschiedliche Zugänge, Herangehensweisen und Methoden der Wissenschaftsbereiche vergleichend darzustellen. Wissenschaft kann also in ihrer methodischen Vielfalt erschlossen werden. Zugleich bietet sich damit aber auch die einmalige Chance, Verbindung zwischen den Wissenschaftsdisziplinen, Gemeinsamkeiten, die in unserer differenzierten Welt häufig nicht ins Bewusstsein treten, zu veranschaulichen. Wie man mittels digitaler 3D-Erfassung antiker Skulpturen Verlorenes sichtbar und Fragmentarisches rekonstruieren kann, können Jugendliche schon jetzt in einem Projekt des YLab unter fachkundiger Anleitung
unter anderem auch durch Einsatz ihrer Smartphones erfahren. Dadurch können sie zugleich einen modernen Zweig der Archäologie kennenlernen und erkennen, dass das fiktive Bild des Archäologen à la Indiana Jones vielleicht doch nicht ganz dem Berufsbild des Archäologen entspricht. Auch das Bild der Person des modernen Wissenschaftlers gilt es also in einem Wissenschaftsmuseum ins Zentrum zu stellen. Im Forum Wissen ließe sich in einzigartiger Weise nachvollziehen, dass ein und dasselbe Objekt didaktisch dazu genutzt werden kann, die fruchtbare Verbindung von geistes- und naturwissenschaftlichen Verfahrensweisen und Methoden über die Fächergrenzen hinweg aufzuzeigen. Nehmen Sie an, dass zum Beispiel ein mittelalterlicher Schmelztiegel als Ausgangspunkt diente, um einen Gegenstand unter kunsthistorischer Perspektive zu analysieren. Dann könnte in einem nächsten Schritt der unter dem Massenspektrometer erbrachte Nachweis, dass in dem Objekt Spuren von Silber sich finden, die zur Münzherstellung dienten, Überlegungen zur geologischen Struktur des Abbaugebiets am Harz nach sich ziehen, bevor in einem weiteren Schritt die wirtschafts- und fiskalpolitische Entwicklung unserer Region im Zug der Silbergewinnung im ausgehenden Mittelalter analysiert würde. Auf diese Weise würde man Objekte gleichsam selbst zum Sprechen bringen, um Wissen und Wissenschaftsgeschichte lebendig werden zu lassen. Solche interdisziplinär angelegten Projekte, die sind an einem Ort, an dem die Objekte unterschiedlicher Disziplinen auch räumlich zusammengefasst sind und benachbart präsentiert werden, in einzigartiger Weise durchführbar. Einen besonderen Reiz sehe ich darin, wenn die noch recht junge Bezeichnung für das Wissensmuseum ernst genommen würde und das Forum Wissen als öffentlicher Ort verstanden würde, in dem aktuelle Fragen der Wissenschaft und Forschung öffentlich diskutiert und anhand von Objekten veranschaulicht und kritisch reflektiert würden. Medizinethische Fragen gleichsam im Angesicht der Moulagensammlung zu erörtern und zugleich zu problematisieren, inwieweit die zur Schaustellung gewisser Objekte möglicherweise ethischen Normen widerspricht oder auch nicht, zu lernen, wie die Aura des Objekts sich unter den Bedingungen einer akademischen Lehrsammlung ändert oder auch nicht, philosophische Standortbestimmungen mit Hilfe von Gedankenexperimenten durchzuführen, die dann durch Ausstellungsobjekte vor Ort demonstriert werden können. Aktuelle Debatten der Überwachung europäischer Grenzen unter streng historisierendem Blick, zum Beispiel mit mittelalterlichen Urkunden zu europäischen Grenzkonflikten aus dem diplomatischen Apparat zu kontrastieren. Solche Dinge kann man sich vorstellen. Solche Formen der Diskussionsveranstaltungen mit Jugendlichen, die jeweils in Verbindung mit einem einführenden Workshop angeboten werden könnten, würden im Forum Wissen, die im Forum Wissen versammelten Objekte in diesem Sinne anknüpfend an die Tradition der Göttinger universitären Lehrsammlungen nutzen, um den Erkenntnisgewinn durch lebendige Anschauung zu befördern, um wissenschaftlich erlebbar zu machen und eigenes Wissen zu reflektieren und zu vertreten. Und das Weileb freut sich auf diese Perspektiven. Also, ich möchte jetzt beginnen noch einmal mit der Ausgangssituation. Ich habe hier eine kleine Gliederung gefertigt und ich werde Sie also recht rasch durch diese einzelnen Punkte führen und ich denke, Sie werden dem mit dieser Hilfestellung eben auch ganz einfach folgen können. Was war die Ausgangssituation? Damit bin ich wieder bei der Initiative PUSH vor inzwischen über 16 Jahren. Und das, was damals eben die Politiker erschrocken hat, war die Situation, dass die Studierenden in den Naturwissenschaften in ganz Deutschland so massiv zurückgegangen sind. Diese Linie hier signalisiert die Zusammenführung beider deutscher Staatshälften zu der Zeit und die gemeinsame Zählung. Und dieser kleine Anstieg hier in zum Beispiel in Mathematik ist einfach dem zu schulden, dass die Naturwissenschaften in den
östlichen Bundesländern, ich mag nicht mehr neu sagen, dass sie dort eben wesentlich populärer waren und danach eben ganz stark sich die jungen Leute auch dort den Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften zugewendet, weil diese eben nunmehr nicht mehr ideologisch gefärbt waren. Also das war die Situation und das hat unglaublich für viel Aufregung gesorgt, also Politiker, Wissenschaftsorganisationen und Unternehmen. Und die Push-Initiative war ein Ding davon, eine Aktivität. Und die hat eben dann angeregt, unter anderem die Wissenschaftsjahre. Und das erste Wissenschaftsjahr, was vom Bundesministerium für Forschung bezahlt wurde, war also Physik, Lebenswissenschaften, Geowissenschaften, Chemie und so weiter. Und die Reihe setzt sich fort. 13 und 14 und 15 wären hier also noch hinzuzufügen. Und schon bereits im ersten Jahr der Wissenschaften in der Physik waren wir also mit dem X-Lab im Deutschen Museum und haben also dort erste Experimente vorgeführt. Ja, dazu kam auch noch die Finanzierung eines großen Zuges. Dieser Zug ist durch ganz Deutschland getourt, 63 Städte wurden angefahren und dann wurde er auch noch exportiert nach Indien, ist dort durch Städte gefahren. Das war also eine große Werbekampagne für die Wissenschaft. Es gibt da noch mehr Beispiele. Dieser Zug hat 7 Millionen Euro gekostet, was die gesamte Logistik gekostet hat, mag ich nicht zu sagen. Und ja, er steht auf einem Abstellgleis. Der Bau des X-Lab soll daher das nächste Thema sein. Das ist nicht beweglich. Es ist ein Hängehaus, ganz besondere architektonische Struktur und die Baukosten waren 5 Millionen. Es ist zwischendrin mal eingepackt worden, weil wir im Winter weiterbauen mussten und im Endeffekt ist es fertig geworden 2004 und im Dezember 2004 konnten wir dann einziehen. Sie haben hier im Hintergrund den naturwissenschaftlichen Campus gesehen, die neue Physik, hier verdeckt jetzt die Chemie, hier unten die Geowissenschaften, die Forstliche Fakultät, zahlreiche Institute der Biologischen Fakultät, hier das Laserlaboratorium ist hier das Deutsche Primatenzentrum, auch eben zum Teil verdeckt und heute natürlich noch mit viel, viel, viel mehr nahezu flächendeckenden Neubauten ausgestattet. Ja, und das X-Lab ist mitten darin. Wir haben also hier 4 Stockwerke, obendrauf dieses fantastische Folienkissendach mit seinen Vor- und seinen Nachteilen. Es ist sehr spannend und experimentell auch. Aber warum sind wir in der Mitte auf dem Campus? Dafür gibt es eine Erklärung. Als damals ich gefragt wurde, wo soll denn das X-Lab gebaut werden, und diese Entscheidung war schon bereits 2000 gefallen, da habe ich gesagt, es gibt nur einen einzigen Standort und der ist im Herzen des naturwissenschaftlichen Campus im Wehnde. Und der Grund ist, wir wollen eine Professionalität erreichen, so wie das im Y-Lab eben auch in Zusammenarbeit mit allen Forschungseinrichtungen und Fakultäten geschieht. Wir wollen diese Professionalität erreichen durch die Kooperation mit den Forschungseinrichtungen in Göttingen. Und hier habe ich sie gelistet, das werden Sie wahrscheinlich von Ferne nicht sehen können, aber es gibt nicht eine Forschungseinrichtung in den Naturwissenschaften, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Ja, die Idee und Konzept, oh, und da ist noch eine Requisit aus dem Englischen, also ich habe die Folien aus dem Englischen übersetzt, tut mir leid. Ja, auch der Bauplan ist schon bereits Bestandteil des Konzeptes und da sehen Sie hier vergrößert den Fachbereich Biologie oder die Etage, die der Biologie gewidmet ist, und wir haben hier ein Labor und einen Seminarraum. Wir haben hier ein Labor und einen Seminarraum. Und die Schüler bei uns werden insbesondere in der Chemie und in der Biologie während eines Tages
beide Räumlichkeiten für sich in Anspruch nehmen und je nach dem Ablauf des Experimentes zwischen beiden Räumlichkeiten immer hin und her wechseln. Das ist schon bereits vom Baukonzept her eine vollkommen andere Vorgehensweise, als man das an der Universität oder in der Schule kennt. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass eine Lerngruppe zu uns kommt, morgens anfängt und abends geht. Und dazwischen muss eben die Theorie und die Praxis gleichermaßen unterrichtet werden. Ja, das ist lediglich in der Physik in dieser strengen Trennung nicht erforderlich. In der Biologie und auch in der Chemie ist es erforderlich, auch aus Sicherheitsgründen. Man darf in den Laboren nicht sitzen oder nahezu nicht sitzen. Essen sowieso nicht und so weiter. Ja, wir haben Abteilungen, da haben wir wieder so einen Rest, Neurophysiologie, Biologie, Chemie und Physik. Das entspricht also unseren vier Stockwerken. Und ja, die Mission des X-Lab ist es, Brücke zwischen Schule und Hochschule zu sein. Das erwähnte ich eingangs schon und das ist ja auch das Ziel vom Y-Lab und von nahezu allen Schülerlaboren. Das Konzept Hands-on-Experimente in einer wissenschaftsnahen Umgebung. Und dafür braucht man natürlich, wenn man in die Labore der Wissenschaftler nicht immer hineingehen kann, was ja der Fall ist, braucht man eigene Labore, die wir eben gegründet haben und bauen durften. Ja, und dieses Cartoon, das ist eher nicht unbedingt für den deutschen Bildungsbereich gültig, aber ich bin sehr oft in Asien und da ist auch das heute noch gültig, dass man zunächst mal lernt, Fakten sammelt und sie dann in der Regel reproduziert. Und dieser junge Mann sagt immer rein damit, ich halte still, wir kennen den Nürnberger Trichter, und dann kommt aber die Erleuchtung, ich muss selbst herausfinden, ob funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Gut, und das ist im Grunde ganz einfach, auch das Konzept hinter all unserem Tun. Und ich zitiere sehr gerne Konfuzius, dessen Weisheit nun schon seit über 2.500 Jahre alt ist. Ich höre und vergesse, ich sehe und behalte, ich handle und verstehe. Hands on. Ja, was bieten wir den jungen Leuten? Zunächst einmal bringen wir ihnen ein ganz großes Vertrauen entgegen, denn wir bieten ihnen moderne, forschungsnah eingerichtete Labore, professionelle Ausstattung und die Hilfe von technischen Assistenten. Das finden sie an keiner Schule, das ist dort nicht zu realisieren, aus Kostengründen, aus Gründen der Expertise, die die dort arbeitenden Personen mitbringen müssen und damit es einigermaßen kostenverträglich ist, muss natürlich die komplette Auslastung einer solchen Einrichtung auch gewährleistet sein. Und alles das war natürlich am Anfang bei der Konzepterstellung wirklich Gegenstand der Arbeit, eben auch ein ökonomisches Konzept mit dazu zu tun. Was wird erwartet von den Schülern? Man kommt nicht, man schaut nicht nur, man arbeitet, man tut und zwar ganz, ganz intensiv und präzise. Es müssen also Messungen gemacht werden, es müssen die Messergebnisse festgehalten werden, die Messungen müssen wiederholt werden und die Ergebnisse bestätigt werden. Das alles kostet viel Zeit und deshalb ist also bei uns Konzentration erforderlich. Das Unterrichten beginnt circa um 9 Uhr morgens und endet nachmittags um 17 Uhr und dazwischen gibt es keine Abwechslung und keine Unterbrechung, kein Konzentrieren auf irgendein anderes Thema, also ein gänzlich anderer Ablauf, als den die Schüler von ihrem Schulbereich kennen. Und auch ein anderer Ablauf, als sie außer in Deutschland, wo sie Praktika machen müssen, die Studenten eben im Ausland eben auch nicht kennenlernen. Also 8 Stunden Laborarbeit, das entspricht der Realität in der Forschung. Da dürfen die 8 Stunden auch mal 16 sein. Und ich kann mich an meine Zeit erinnern, ich habe auch die Nacht durchgearbeitet. Auch das gibt es heute vermutlich auch noch. Aber das ist zumindest schon mal ein realer Einblick, wie sich das später mal gestaltet.
Ja, die Qualitätsmerkmale des X-Labs sind so zusammenzufassen: Professionalität, Interdisziplinarität, oder ist schon wieder so ein Rest von Englisch, und Internationalität. Das sind die wesentlichen Kriterien, die für uns gültig sind. Und wir erreichen die Professionalität durch die wissenschaftliche Erfahrung unserer Dozenten. Die Dozenten am X-Lab haben allesamt eine mehrjährige Expertise in der Forschung und bringen dieses Wissen und diese Erfahrung ein. Dann Interdisziplinarität, die ist in den Naturwissenschaften heute einfach tagtäglicher Vorgehensweise. In den Biowissenschaften wird mit chemischen und physikalischen Methoden gearbeitet. Das ist einfach die Realität, und die wird erreicht durch die Konzeption der Experimente. Ja, und der Punkt Internationalität, und deswegen bin ich hier als die zweite Rednerin, darauf soll es letztendlich hinausgehen, denn Internationalität ist in den Wissenschaften, Naturwissenschaften, absolute Normalität. Und wie erreicht man die? Naja, also durch Vorstellung des X-Lab weltweit. Und hier sehen Sie also die Punkte, die ich in den letzten Jahren weltweit angesteuert habe, und nicht selten mehrfach. Also wir sind bekannt, überall weltweit sehr bekannt. Wir haben einen ungeheuren Namen, und wir heißen dort nicht unbedingt X-Lab, sondern wir werden, und selbst wenn, wir werden ausschließlich mit der Universität Göttingen in Verbindung gebracht. Dass wir ein e.V. sind, das ist unsere Rechtsform, aber das interessiert im Ausland niemanden. Wenn ich dort auftrete, vertrete ich die Universität Göttingen, unseren Wissensstandort hier. Ich glaube, das sollte wirklich mal unterstrichen werden und ist einfach sehr wichtig. Ja, was sind unsere Programme? Ich kann natürlich nicht so ausführlich auf Einzelheiten eingehen, wie Herr Hess das gemacht hat bei meinem Pensum. Also wir haben Experimentalkurse für Oberstufenschüler aus Deutschland, aus Europa und weltweit. Und das sind ungefähr 65% unserer Arbeit. Das ist Die Teilnehmer sind sicher noch mehr, aber das ist etwa 65% unserer Arbeitsintensität. Dann haben wir Intensivcamps zu besonderen Themen, die finden in deutscher Sprache statt, primär in den Osterferien und in den Herbstferien. Die werden von Schülern, die besonders motiviert sind, besucht. Die Schüler kommen aus ganz Deutschland und kommen über die Empfehlung ihres Lehrers. Die müssen also wirklich großes Bewerbungsverfahren durchlaufen, bevor sie eben da mitmachen können. Dann haben wir Lehrerfortbildungskurse, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, und die finden also auch zu mehreren Themen und an mehreren Zeitpunkten im Jahr statt. Und dann haben wir die internationalen Science Camps, die eben etwa 20% gefühlt unserer Aktivität ausmachen und ein großes Novum für X-Lab, für Schülerlabore insgesamt sind. Die Fachbereiche, ganz kurz dargestellt, wir decken die Physik der Oberstufe ab, also von der Astrophysik über Materialphysik, Optik, Radioaktivität hin zur Wellenphysik. Wir haben eine groß begeisterte Dozenten, besonders nennen möchte ich hier den Abgeordnetenlehrer Herrn Kraftschick, der also seit 2007 mindestens bei uns, nein, seit 2003 bei uns ist und eben einen unglaublich begeisternden Unterweisung in die Experimente den Schülern und Studenten bietet. Ja, wir haben in der Chemie einen ebenso großen Katalog an verschiedenen Experimenten, und wie gesagt, nirgendwo wird demonstriert, immer arbeitet der Schüler. Unser Dozent hat nicht wie in der Schule einen Lehrertisch, den gibt es gar nicht, sondern er moderiert allerhöchstens den Kurs, indem er hinter den Schülern steht oder zwischen ihnen. Ja, und nun unsere Verbindung zur Universität. Frau Allemeyer hat meine Honorarprofessur genannt. Die ist natürlich mit Lehre verbunden. Das ist nicht etwas, was nur der Ehre dient. Wir haben im X-Lab Studierende im Lehramtsstudierende, die also
5 Tage während ihres Studiums hospitieren müssen, möglichst en bloc oder zumindest in einem Semester, was nicht immer geht. Und in der Summe waren das inzwischen 155. Die schreiben alle sehr, sehr schöne, sehr umfangreiche, sehr informative Berichte über das, was sie in der Betreuung der Schüler erleben. Und das ist eben auch sehr authentisch. Und wir kriegen ein Feedback und die Studierenden haben auch hier zum allerersten Mal, in der Regel noch in der Bachelorphase, nein, es muss in der Bachelorphase sein, haben sie Kontakt zu Schülern und sollen auf die zugehen, mit ihnen interagieren, ihnen was erklären und so weiter. Der Fachbereich Biologie ist der mit Abstand größte Fachbereich bei uns. Etwa 50% aller Aktivitäten gehen auf den Fachbereich Biologie. Auch hier die gesamte Palette von der Anatomie bis zur Pflanzenphysiologie. Und bei den Pflanzen kann ich sagen, da haben wir also auch, was die Molekularbiologie der Pflanze betrifft, alles, was man dort braucht, von der Genkanone über Transfusion mit Agrobacterium tumefaciens bis hin zur Protoplastenfusion, die uns jetzt gerade gelungen ist, ist also hier alles wirklich auf sehr hohem Niveau vertreten. Ja, wir haben noch 2 Fachbereiche in der Biologie. Die Ökologie, da wird abgedeckt natürlich die Ökologie des Sees, es wird die Gewässerökologie von Fließgewässern gemacht und es wird natürlich auch das Ökosystem Wald angeschaut. Nun, und dann haben wir die Neurobiologie, die muss man in Göttingen haben, das ist ganz klar. Göttingen ist da ungeheuer stark in der Forschung und wir sind sehr glücklich, dass wir nach langem Bemühen nun auch eine Patch-Clamp-Apparatur bei uns haben und damit sind wir sicherlich das einzige Schülerlabor, was eine solche Einrichtung hat, dank des Max-Planck-Institutes und der Erbschaft, die wir dort antreten konnten, geht das, denn solche Einrichtungen, die kosten mehrere große Autos. So, X-Lab International. Da komme ich jetzt zu dem internationalen CAMS. Ich habe 2003 schon gesagt, wir müssen international werden. Und der damalige Präsident hat zu mir gesagt, warum denn eigentlich? Das war doch nicht so ganz, wie soll das gehen, wie wollen wir das finanzieren? Und ich habe dann zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich habe das Geld, dann machen Sie mal. Und wir haben gemacht und von da an immer und immer wieder und seit 2006 sogar 2-mal jedes Jahr. Und unter uns sitzt Frau Badmer, die also in den ersten Jahren auch die Betreuung der Teilnehmer übernommen hat und die Organisation der Camps innehatte. Ja, wir haben inzwischen 663 Teilnehmer aus 45 Ländern bei uns gehabt, die 3 bis 4 Wochen in Göttingen leben, die den ganzen Tag zusammen sind, die zusammen arbeiten, die zusammen ihre Freizeit erleben und alles miteinander austauschen. Wir haben eine Regel, es sollen nur 4 aus einem Land sein, sodass die Sprache wirklich, dass die Gruppe wirklich international gemischt ist und die gemeinsame Kommunikationssprache Englisch ist. So sieht ein typisches Programm des internationalen Camps aus. Es gibt also pro Woche 3 Kurse. Die Schüler und Studenten sind es oft schon, die wählen von zu Hause aus einen der Kurse aus und bleiben darin eine ganze Woche und machen das gesamte Spektrum dessen, was wir bieten können, auf hohem Niveau durch. Nach der 3. Woche haben wir inzwischen ein Abschlusssymposium eingerichtet. Das findet am Max-Planck-Institut statt, also eine vollkommen neue Umgebung, eine sehr anspruchsvolle Umgebung oben am Fassberg. Und die nächste Steigerung, die nächste Ausbaustufe wird jetzt sein, dass wir hier Lab-Rotations für die Besten der Teilnehmer andocken wollen. Das wird in diesem Jahr dann erstmalig erprobt werden. Ja, das ist so ein tolles Grüppchen und wir haben da nur 4 aus einem Land kommen dürfen und die Nachfrage viel, 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 viel größer ist, haben wir inzwischen viele Kooperationen mit anderen Ländern, mit Organisationen in anderen Ländern und so weiter. Zum Beispiel Singapur schickt jedes Jahr eine große Gruppe von weit über 20 Schülern zu uns und so gilt das für die anderen auch. Bei den Spaniern sind es Medizinstudenten, die 3 Wochen lang zu uns kommen und die erste praktische Ausbildung erfahren.
Ja, das sind die Zahlen der internationalen Gruppen, das sind also die Einzelpersonen. 2400 haben wir inzwischen überschritten und diese Zahlen schwanken natürlich. Da muss nur eine Gruppe mal ausfallen, weil die Finanzierung nicht klappt, dann geht es ein bisschen runter. Aber wir können auch eigentlich, wir haben keine weiteren Kapazitäten mehr in den gegebenen Räumlichkeiten. Bei einem solchen solcher Aktivität ist es natürlich total wichtig, dass man auch den Kontakt zu den Leuten hält und eben auch ihren Werdegang verfolgt. Und so haben wir eine Alumni Association. Und diese Alumni Association hat 394 Teilnehmer. Wir haben diese Umfrage, die dem zugrunde liegt, ist funkelnagelneu. Und wir haben also nur noch hier die sehr Aktiven gelistet, die also auch dauerhaft mit uns Kontakt halten. Ja, das ist so ein Grüppchen und hier haben wir zwei aus dem allerersten Camp, die inzwischen in der NMR bei Professor Griesinger am Max-Planck-Institut ihren Postdoc machen, beziehungsweise sogar schon darüber hinaus sind. Ja, Zahlen und Evidenz, das sind die Zahlen. Wir haben hier die Gesamtzahlen, wir haben hier die Zahlen von Niedersachsen und die grüne Kurve, die aus der gesamten Bundesrepublik ohne Niedersachsen und hier ist das Ausland. Die Achsen sind die Jahre von 1999 bis 2015, also aktuellster Stand und hier sind die Teilnehmerzahlen gelistet, wobei wir jeden Tag die Teilnehmer natürlich neu zählen müssen, sonst ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Da sind noch zwei Anmerkungen. Dieses hier war 2004 der Einzug in unser Gebäude und was Sie sehen, ist, dass die Schülerzahlen aus Niedersachsen etwas zurückgehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, jetzt kommt nur noch die Oberstufe und jüngere Schüler. Nicht, weil unsere Labore dafür einfach nicht geeignet sind und sie den größeren vorbehalten sein sollten. Dann gab es einen neuen Trend nach unten und das war die Einführung von G8 in Niedersachsen und das ist natürlich, haben wir natürlich gespürt, aber eben letztendlich nicht in der Gesamtzahl so dramatisch. Wir haben andere Formate auch eingeführt. Was wir haben, wir pendeln hier immer wieder mit allen in der Endsumme um einen bestimmten Betrag hier, um die 12.000. Und wir sind einfach mehr oder weniger ausgelastet, bis auf die Monate, in denen an den Schulen die Klassenarbeit, also die Abiturarbeiten geschrieben werden und vorbereitet werden. Da haben wir Kapazitäten und die müssen wir natürlich weiter öffnen und da denken wir auch an etwas Jüngere. Nun schauen wir mal, was alle diese Aktivitäten für die Studierendenzahlen in ganz Deutschland bedeutet haben. Also beginnend mit den Wissenschaftsjahren, dem Zug, es gibt ja auch das Schiff, die MS Deutschland. Es gibt unglaublich viele Aktivitäten, Tage der offenen Tür, Nacht der langen Wissenschaft und so weiter und so fort. Und alles das hat doch dazu geführt, dass ab 2000 dieser Abwärtstrend hier doch deutlich nach oben gegangen sind und wir sehen das an der Universität Göttingen alleine an dem Zuwachs der Studierendenzahlen in der Summe und insbesondere am Zuwachs der naturwissenschaftlichen Studenten. Aber wenn Sie jetzt genau hingucken, dann war diese Aufregung um diesen Abfall hier nicht so wirklich gerechtfertigt. Also er hat geholfen, um Aktivitäten loszutreten, aber was tatsächlich dahinter ist, es schiebt sich die geburtenstarken Jahrgänge, die schieben sich also einfach hier durch. Wenn man aber jetzt nochmal hinschaut und sieht, wie weit die Geburtenzahl in Deutschland nach unten gegangen ist, dann kann man nur sagen, das ist erstens umso erfreulicher und umso notwendiger. Also es sollten alle Aktivitäten, die getan werden für Schüler und Schülerinnen, hier weiter fortgesetzt werden. Ja, was bedeutet es für Göttingen? Wir haben hier allein von der Fakultät für Chemie eine Umfrage und da heißt es eben, dass im Durchschnitt waren es 23% aller Erstsemester, die
zur Zeit ihrer Schulzeit noch durchs X-Lab gegangen sind. Mir liegen Daten anderer Fakultäten leider nicht vor, jedenfalls keine zahlenmäßigen. Ja, was ist mit der Internationalität in Göttingen? Schauen wir uns das X-Lab nochmal an. Das ist der Prozentzahl, also das sind 2.400 ausländische Studierende gewesen, die bei uns waren. Das sind 21% von der Gesamtzahl, 11.600. Wenn ich das bei den Studierenden der Universität Göttingen betrachte, dann haben wir da inzwischen 31 Studierende und 12%, eine absolute Zahl von etwa 3.700 davon haben einen ausländischen Hintergrund. Und das ist eine ungeheure Steigerung gemessen an der Ausgangssituation vor 15 Jahren. Das gilt auch für die Promovierenden, die promovierende Anzahl der Promovierenden insgesamt und insbesondere der Anzahl der Ausländer hat sich eben hier verdoppelt. Also Göttingen wird zunehmend international und was wir wollen, wir versuchen halt einen kleinen Beitrag dazu leisten und die besonders Guten hierher zu bekommen. Ja, unsere Alumni ist nochmal hier aufgelistet, sie kommen aus etlichen Ländern hier und das sind nur die Elite-Studierenden, die wir hier listen, das sind nicht die Schüler in der großen Menge, sonst würden die werden nicht mehr zu handeln, die Zahlen. Wir haben hier deutsche Teilnehmer, die in Deutschland studieren, das ist mehr als die ihr Herkunftsland aus Deutschland haben. Wir haben also einen Nettozugewinn. Und von diesen Deutschen, die Mitglied der Alumni Society sind, studieren oder sind fertig mit dem Studium, 22 in Göttingen. Das ist ein ganz neuer Trend. Diese Liste wurde lange Jahre von Heidelberg angeführt und Göttingen kam an einer nachgerückten Stelle. Darauf sind wir sehr stolz. Das ist natürlich nur ein Bruchteil wahrscheinlich der Studierenden, die wirklich hier sind, aber man erfasst eben bei weitem nicht alle. Ja, die Vision, das Leben muss weitergehen und ich sagte vorhin schon, dass es einen Engpass gibt und der Engpass, den wir haben, der liegt bei der Übernachtung. Wir haben kein Gästehaus. Im Ausland ist das anders. Bevor man eine Universität baut, baut man die Dormitories für Gastwissenschaftler und die Studierenden. Das ist in Deutschland, da haben wir eine andere Tradition, da haben wir andere haushaltsrechtlichen Vorgaben, die nur schwer zu überwinden sind und ich sage Ihnen, ich arbeite seit 2006 an der Frage, ein Begegnungszentrum mit Übernachtungsmöglichkeiten zu bekommen und zu finanzieren und es ist hier ganz in der Nähe und das ist das Wichtige, es muss ganz in der Nähe sein, sodass also auch im Laufe unter einem Tag die Teilnehmer eben auch mal zu ihren persönlichen Dingen gehen können oder sich bei Kopfschmerzen auch mal hinlegen können. Also wir haben hier in dem Grünstreifen in Wehende Nord, Stumpfe Eiche, dort ist ein Schützenhaus zum Verkauf angestanden und das hat die X-Lab Stiftung erworben und wir haben praktisch nur 400 Meter Entfernung bis zum Laborgebäude. Da soll es nun weitergehen und so könnte das aussehen. Das ist natürlich nur eine Vision der Architekten. Es ist jedenfalls ein Baukörper, der hier klar zeigt, wo Begegnung stattfinden soll, also Seminare, weitere Labore, Aufenthaltsraum, um nicht zu sagen Küche, das darf man nämlich wieder nicht, denn dafür dürfen die öffentlichen Mittel vermutlich wieder nicht eingesetzt werden. Und das hier kleine Wohntürmchen, dafür dürfen die öffentlichen Mittel schon gleich überhaupt nicht eingesetzt werden. Dafür müssen private Mittel noch eingeworben werden, aber da ist ein Grundstock schon da. Und wenn dann alles gut läuft, dann werden wir vermag keine Prognose, aber zu meinem 70. Geburtstag ist es vielleicht erledigt. Ich halte durch. Ja, ich habe natürlich noch ein weiteres kleines Ziel und zwar, das hätte jetzt moderiert sein sollen, aber
Solche Einrichtungen, wie wir sie in Göttingen haben, gibt es weltweit nicht, jedenfalls nicht in der Größe und nicht mit der Konzeption. Und es gibt überall Nachahmer. Ich fahre, wie ich vorhin gezeigt habe, in der Weltgeschichte herum und überall wollen sie von uns lernen, wie macht ihr das denn, wie kann man das machen, wie kriegen wir Schüler an die Hochschule, wie können wir motivieren und so weiter und so fort. Und so, es wäre ein Ziel, natürlich nach unserem Modell Einrichtungen in anderen Ländern zu haben, mit dem Ziel natürlich, dass deutsche Teilnehmer woanders ähnliche Bedingungen vorfinden und der Anreiz da ist, auch dorthin zu gehen. Das ist noch ein ganz weiter Weg, aber es sind ernsthafte, also wo immer ich hinkomme, hört man mir freudig zu und wir arbeiten an Konzepten, wie die jedenfalls vor Ort Ähnliches umsetzen können. Ja, und damit möchte ich fast schließen. Die große Gefahr für die meisten von uns liegt nicht darin, dass wir unsere Ziele zu hoch stecken und versagen, sondern darin, dass wir sie zu niedrig ansetzen und erreichen. Das bedeutet nämlich Stillstand. Und vor vielen Jahren habe ich mal eine Formel mit einem Mitarbeiter zusammen entwickelt. Erfolg gleich Begeisterung mal Anstrengung zum Quadrat. Platt ausgedrückt, von nichts kommt nichts. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist eine Werbung in eigener Sache. Das wird jetzt gleich aber kommen, jawohl. Wir haben nämlich aus großer Freude und Dankbarkeit dafür, dass wir den Schülern ein eigenes Laborgebäude 2004 bieten konnten und dort einziehen konnten, haben wir gesagt, okay, die Schüler müssen ja sonst einen kleinen Beitrag zahlen, aber wir wollen ihnen auch etwas geben. Das war ja kurz vor Weihnachten zu der Zeit. Und haben Science Festivals begonnen. Die Science Festivals stehen unter der Schirmherrschaft von unserem Nobelpreisträger Manfred Eigen. Und seit 2004 bis 2006 finden jedes Jahr, inzwischen im Januar und nicht mehr im Dezember, das hat auch was mit der Schule zu tun, diese Vorträge statt. 6 Vorträge in den Geowissenschaften, in dem großen Hörsaal dort und der jeweils Festvortrag, der Abendvortrag hier in der Aula, das wird dann nächsten Montag der Fall sein. Und die Vortragenden waren also insgesamt 89 Vortragende mit denen von 2016, ich hoffe, die kommen alle nächste Woche, und darunter 12 Nobelpreisträger. Und mit den Anmeldezahlen sind wir in diesem Jahr über 25.000 in der Summe gestiegen. Also das wird unglaublich nachgefragt und ja, ist einfach ein wunderschönes Ergebnis und die Schulklassen reisen eben aus größerer Entfernung an. Auch, also zum Beispiel andere Bundesländer und so weiter. Ja, und das ist der Abendvortrag in der Aula, der dann hier stattfinden wird und dazu darf ich Sie herzlich einladen. Professor Walster ist vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken und ich habe zu ihm vielfache Beziehungen, auch in Ämtern wechseln wir einander jetzt demnächst ab und ja, ich darf damit nur noch sagen, dort hinten auf den letzten Plätzen habe ich die Flyer nochmal ausgelegt, die Informationsheftchen. Auch Sie sind herzlich eingeladen zu den Vorträgen, die in den Geowissenschaften stattfinden, zu kommen. Schulklassen sind die Zielgruppe, aber nur eine der Zielgruppen. Die anderen Zielgruppen sind alle interessierten Bürger. Und für Einzelteilnehmer, für einzelne Gäste, haben wir eben auch reservierte Plätze in den ersten Reihen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.